Zweifel waren vor allem am Anfang, als man sozusagen nach anderthalb Jahren dann so das erste Mal überhaupt diesen Gedanken gewagt hat, man wird ja irgendwann wechseln. Irgendwann musst du kündigen oder irgendwann wirst du kündigen und wirst was anderes machen. Und dann kommen so Zweifel auf wie, komme ich überhaupt unter? Was gibt's da für Jobs? Finde ich wieder etwas, was mich so intellektuell stimuliert wie das, was ich gerade mache? Richtig gehört. Heute reden wir über das Thema Exit. Aber eins nach dem anderen. Vorher lernen wir Kevin John, den du vielleicht auf YouTube als Managementberater im englischsprachigen Raum kennst, ein bisschen besser persönlich kennen. In dem Gespräch erfährst du, wie er seinen Beauty-YouTube-Channel zu einem Management-Consulting-Channel umgewandelt oder transformiert hat. Du erfährst, wie sein Einstieg 2014 bei Roland Berger war, was er in seinen 3 Jahren als Managementberater gelernt hat und dann vor allen Dingen, wenn du bis zum Ende dran bleibst, auch wie sein Partner ihm mehrere Monate Freiraum gegeben hat, um seine Idee voranzutreiben und das Allerspannendste, was seine zukünftigen Ziele sind, was er jetzt vorhat. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Up Out, dem Format, bei dem sich alles um Unternehmensberatung dreht. Mein Name ist Moritz Neuhaus und ich habe heute ein weiteres Interview für euch mit Kevin. Servus. Den wir gleich noch ein bisschen besser kennenlernen werden. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht sogar schon, weil er im Markt der Unternehmens- oder Managementberater schon auch was Social Media angeht eine gefestigte Größe ist. Wir werden heute im Wesentlichen über 3 Blöcke reden. Einmal zu verstehen, wer sitzt da überhaupt neben mir? Also es wird ein bisschen persönlich. Dann reden wir natürlich auch drüber, wie sich das ganze Thema Social Media angebahnt entwickelt hat. Und dann letztendlich auch ein ganz großes Thema, was für den Block Out von In Up Out steht. Kevin plant bald einen Ausstieg zu machen bei einer namhaften Managementberatung. Und da ist natürlich auch interessant, was da in einem vorgeht und was da auch die Schritte sind, die du vielleicht gegangen bist, die für andere dann auch relevant werden. Ja. Deswegen würde ich sagen, lass uns gleich reinstarten mit der Consulting-Bomb. Mhm. Ich gebe dir einen Satz vor und du beendest ihn mit maximal 2 Worten. Ja. Mein Name ist Kevin. Mein Studium habe ich absolviert in Mannheim. Dabei hatte ich die Fachrichtung Chinesisch. Meine Eltern denken, Unternehmensberatung ist wie? Ganz ehrlich, meine Eltern denken, Unternehmensberatung ist wie moderne Sklaverei. Durch Beratung habe ich gelernt, dass der Kunde absolut im Mittelpunkt steht. Wenn ich nicht berate, dann verbringe ich einen Großteil meiner Zeit mit Social Media. Mein bester Freund sagt über mich, dass ich ein bisschen verrückt bin. Sehr gut. Kevin, was habe ich da vergessen in der Einleitung? Was muss man noch über dich wissen? Stell dich doch vielleicht mal kurz vor. Was machst du aktuell? Genau, ich muss erstmal Studiumsfrage korrigieren. Das heißt, Chinesisch war sozusagen der Sprachfokus, den ich in Mannheim gewählt habe. Eigentlich habe ich in Mannheim ganz klassisch BWL, ganz langweilig BWL studiert. Mhm. Sozusagen, das war die Basis. Währenddessen habe ich sehr viele Praktika gemacht. Ich war immer jemand, der sehr breit gegangen ist. Also ich habe jetzt nicht unbedingt den starken Consulting-Fokus während meiner Praktika gelegt. Ich hatte ein mittelständisches Beratungspraktikum in New Delhi, aber das war's. Danach bin ich ziemlich direkt bei Roland Berger eingestiegen, ohne jetzt ein Praktikum zuvor zu machen. Und habe das für mich nach dem Bachelor immer so ein bisschen als verlängerte Ausbildung gesehen. Ja. Mhm. Dachte, ich muss jetzt nochmal ein stärkeres technisches Fundament schaffen, um dann bereit zu sein, neue Challenges anzugehen. Genau. Cool, da werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber reden, was diese Challenges konkret sind. Genau. Der erste Block ist, du hast jetzt angerissen, was mich interessiert ist, was fasziniert dich an Beratung? Ja. Also ich glaube, ist zweiteilig. Ja? Einmal, was ich dachte, was mich faszinieren wird, bevor ich eingestiegen bin, und dann aber auch, was ich jetzt denke und was ich jetzt weiß und auch zu lieben gelernt habe. Mhm. Also bevor man einsteigt in die Beratung, ist es, so war das bei mir zumindest, ist es ja so, man weiß, man wird viel reisen, ja? Man wird mit vielen
auf vielen Projekten sitzen, ganz verschiedene Projekte. Man wird verschiedene Industrien kennenlernen. Und so war es sozusagen, ich aus einer hohen Diversität komme. Ich habe ganz viel, ich habe 6 Praktika in den verschiedensten Industrien gemacht und ich dachte, genau so mache ich jetzt weiter. Ja. Mhm. Ich gucke mir eine hohe Fülle an Themen an. Das hat mich immer fasziniert, das fasziniert mich auch immer noch. Aber sozusagen, was dazugekommen ist in dieser Zeit, neben jetzt so ein paar Punkten, die mich sozusagen an Berger selbst faszinieren, können wir später auch nochmal drauf eingehen. Ganz allgemein, Beratung ist ein unglaublich personengetriebenes Business und man lernt tatsächlich jeden Tag durch die Interaktion mit verschiedenen Persönlichkeiten, mit deinem Team, ja, mit dem Praktikanten, dem Projektleiter, dem Partner auf dem Projekt, aber dann auch mit den Kunden, mit verschiedensten Stakeholdern, mhm. Wenn du im M&A-Team arbeitest, noch mit Banken und Investoren. Du lernst von so vielen verschiedenen Leuten, das hast du in sehr wenigen anderen Jobs. Und das war mir vorher noch nicht so bewusst, jetzt ist mir absolut klar und das ist ein cooler Punkt an Beratung. Cool. Ja. Du hast gesagt, das Bild hat sich auch ein bisschen verändert, was du dir am Anfang vorgestellt hast, zu dem, was es jetzt ist. Ja. Was war vorher dein Bild von Beratung? Vorher war es ein Bild, das war sozusagen limitiert darauf, ich wusste, es ist sehr, sehr vielseitig. Ja? Ich wusste, es sind verschiedenste Projekte, viel Reisen, das fand ich immer cool. Also Lifestyle auch ein bisschen. Genau, ich denke, es ist eine Lifestyle-Entscheidung, denn wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte wirklich viel Zeit auch zu Hause verbringen können, ich habe vielleicht einen Lebenspartner, der da nicht mitspielt, etc. Das sind ja 1000 Entscheidungen, Faktoren, die da eine Rolle spielen, dann ist das nichts für einen. Und genau, und ich würde sagen, das Bild hat sich nicht grundlegend so diametral geändert in eine andere Richtung, sondern es ist ein bisschen vielschichtiger geworden und dieser Personenfaktor, der ist ein viel wichtigerer geworden für mich in der Zeit. Cool. Also du hast gesagt, dass du auf jeden Fall das irgendwo so fortsetzen wolltest, diese Reise, als du in die Managementberatung gegangen bist, dass du viele unterschiedliche Bereiche entdeckst. Wie bist du damals sehr konkret an den Einstieg als Managementberater rangegangen? Was hast du da noch in Erinnerung? Ja, recht naiv. Also weil ich Managementberatung eigentlich nie so als mein Riesenziel hatte, war ich nicht jemand, der davor in 1000 Foren unterwegs war und wirklich die sämtliche Karriere-Einstiegslektüre kannte, sondern ich war dann sozusagen, hatte in der letzten Hälfte des Studiums dann einige Beratungen kennengelernt, auf einigen Workshops, war dann auf einem Berger-Workshop, hatte da Leute kennengelernt und bin dann sozusagen, was man ja auch immer empfiehlt, über die Menschen gegangen, habe denen dann mal gesagt, hier guck mal, ich plane eventuell einen Einstieg bei euch, kann ich mal die Bewerbungsunterlagen weiterschicken. Und so lief es dann. Also auch One Shot Only? Du hast sonst dich nirgendwo anders beworben? Nee, ich habe mich bei mehreren Beratungen beworben und das empfehle ich auch jedem, mit dem ich spreche. Und üblicherweise staffelt man es so, dass man anfangs die Beratung hat, auf die man vielleicht jetzt nicht so sehr Lust hat oder auf die in der Priorität zumindest weiter unten sind. Und am Ende hat man die, wo man sagt, da fände ich es wirklich cool zu sein. Und so war das auch bei mir gestaffelt. Und am Ende war ich super happy mit dem Angebot, was ich hatte und bin dann durchgestartet. Ja. Mhm. Du bist jetzt 3 Jahre in der Managementberatung schon. Genau. Hast du in der Zeit, weiß nicht, manchmal hat man das vielleicht auf Kundenseite, manchmal hat man das auf Teamseite. Hast du einen Mentor gefunden oder Vorbilder gefunden, mit denen du auch heute noch oder vielleicht von Anbeginn über den Zeitablauf in Kontakt hast? Sowohl als auch, also sowohl auf interner Seite als auch auf Kundenseite. Intern kriegt man ja bei den meisten Beratungen sofort einen Mentor zugewiesen. Das ist immer so eine Zweckbeziehung. Manchmal stimmt die Magie und das ist wirklich auch, das wird wirklich ein guter Mentor für dich. Manchmal, bei mir hat es gepasst, aber ich kann mir vorstellen, manchmal stimmt die Magie auch nicht. Deswegen sich, was ich für mich entdeckt habe, ist auf jeden Fall weitere Mentoren intern suchen. Ja? Ich sage nicht, je mehr, desto besser, aber es ist durchaus möglich, intern 3
Mentoren, Senioren-Mentoren zu haben, von denen man viel lernt, die sagen, du bist auch der Typ, den ich am liebsten auf mein Projekt nehme. Ja? Du bist mein sozusagen der erste Consultant, den ich anrufe, wenn ich ein neues Projekt am Start habe. Und insofern, da habe ich zwei, drei Leute, mit denen ich in engem Kontakt bin, die ich auch mal nachts irgendwie noch um 23:30 im Hotel anrufen kann, mit denen wir dann über irgendwelche Sachen reden, die mich weiterbringen. Und auf Kundenseite glücklicherweise gab es auch den einen oder anderen. Einen gibt es, mit dem ich in gutem und engem Kontakt bin und bei dem sich auch so ein bisschen Business-Potenzial angebahnt hat, ja, für so private Unternehmungen. Und sonst, ja genau, es beschränkt sich auf die beiden Seiten und ich glaube, da hatte ich immer einen ganz guten Draht zu den Leuten. Cool. Ja. Kontakte, und da ist ein Mentor für mich mehr oder weniger auch nur eine sehr enge Form von einem Kontakt, ja, sind was viele auch in die Unternehmensberatung treibt. Ja. Welchen Tipp kannst du Leuten da mitgeben, wo du sagst, das hat mir überhaupt die Möglichkeit zu einem Mentor eröffnet, sowohl auf Kunden- als auch auf Beratungsseite? Also zuallererst mal, sei du selbst. Ich bin, und das merkt man relativ schnell, wenn man mit mir interagiert, ich bin eine unglaublich offene Persönlichkeit. Ja. Ich bin auch unglaublich extrovertiert. Ja. Und die Beratung ist eigentlich ein Geschäftsfeld, wo sozusagen so ein kleines bisschen Introversion manchmal nicht schlecht tut. Ja? Mhm. Oder zumindest bei, sagen wir mal, großen DAX-Konzernen und Vorständen es empfohlen wird, jetzt nicht sofort, hey, was geht, ja, servus. Und ja, so man, genau, man passt sich natürlich an. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich zum ersten DAX-Vorstand hingegangen bin und ihm irgendwie die Faust hingehalten habe, damit er einschlägt, aber ich hatte schon immer, man hat schon, glaube ich, immer gemerkt, ich bin jemand, der ein bisschen extrovertiert ist und ich verstell mich nicht. Und ganz ehrlich, das hat mir mega gut getan. Also ich bin mit Leuten in Kontakt, die sind so viel seniorer als ich, so viel erfahrener als ich, und die schätzen mich. Nicht, weil ich irgendwie mega analytische Skills habe oder weil ich der Typ bin, der bis um 3 Uhr nachts im Keller einsam vor sich irgendwas hinmuckelt, sondern die schätzen mich, weil sie wissen, ich verstell mich nicht. Ja. Und sie haben bei mir einen authentischen Gesprächspartner. Und das ist sowohl intern als auch extern meine Empfehlung für jeden, der sagt, er will einen Mentor suchen. Sei du selbst, kommuniziere klar, was sind deine Ziele und deine Träume, wo willst du mal hin? Mhm. Auch wenn es heißt, dass du sagen musst, du willst nicht für immer in der Beratung sein. Oh Wunder, ja. Es gibt einige, die sagen, sie haben eine andere Destination. Und dann schau, wie passen diese Ziele mit dem Mentor zusammen und arbeitet gemeinsam daran, dahin zu kommen. Sehr cool. Bevor wir das Themenfeld abschließen, so Beratung, wie du reinkommen bist, finde ich nochmal ganz spannend, was bewegt dich im Moment fachlich? Also Berger ist eine riesen Beratung. Ja. Wo bist du fachlich unterwegs? Was sind Themenfelder, die dich beschäftigen und auch Themenfelder, die vielleicht deine Kunden beschäftigen? Finde ich immer nochmal ganz spannend, das auch mit zu erfahren. Also ich habe mich, bei Berger entscheidet man sich ja für ein Kompetenzzentrum. Mhm. Ich habe mich für Consumer Goods and Retail entschieden. Aus dem einfachen Grund, dass ich so nah wie möglich am Konsumenten sein wollte. Mhm. Ich war nie derjenige, der sich irgendwie in der Ölindustrie oder irgendwie irgendwelche anderen Heavy Industries gesehen hätte, sondern ich war jemand, ich fand Consumer extrem cool, extrem schnell, Konsumenten fokussiert und dachte, da fühle ich mich wohl. Und ganz konkret habe ich mir dann, das würde ich auch jedem, der sagt, er steht vor dem Einstieg, ich habe mir digital innerhalb der Consumer Goods and Retail Sparte, also Funktionsbereich digital, genau so als Steckenpferd gesucht. Ja. Mhm. Und das war relativ authentisch, weil ich war ein sehr junger Typ und irgendwie so, man wusste, okay, der macht irgendwie was mit Social Media, und das war einfach authentisch. Ja. Der Typ ist bei uns digital. Mhm. Hat mir, glaube ich, auch sehr geholfen, weil man sozusagen erster Ansprechpartner für irgendwas war. Es ist immer schön, in der Breite zu agieren, aber es ist toll, wenn man auch in dieser Breite wenigstens anfängt, so erste Tunnel zu graben und da seine Expertise zu vertiefen. Schöne Metapher, ja. Ja. Okay. Heißt,
Herausforderungen deiner Kunden? Was ist es, was ist dir in den letzten Jahren da so begegnet? Was sind große Herausforderungen, vor denen die gerade stehen? Also ganz ehrlich, sind das sehr basale Fragestellungen. Ich bin, das ist sicherlich ein Mythos, der so bei mir im Kopf jetzt entmystifiziert wurde. Ich bin gestartet und dachte, digitale Challenges, das sind jetzt die Mega-AI-Projekte, ja, und es geht dann irgendwie Artificial so, Intelligence. Genau, genau, Artificial Intelligence, es geht an der Forefront der Digitalisierung, aber nein, ja, also es stellt sich heraus, wenn du mit den meisten deutschen Mittelständlern oder großen börsennotierten Unternehmen redest, die arbeiten noch an ganz anderen, sehr basalen Challenges. Da geht es dann auch um Digitalisierung, aber eher darum, irgendwie mal eine Kundendatenbank erstmal digital zu bekommen. Sozusagen, bevor du über Industrie 4.0 nachdenkst, guck erstmal, dass du Industrie 2.0 hinbekommst. Oder? Verstanden. Genau so. Und du hast dann so Pilotprojekte und die sind auch immer mega cool. Da geht es dann wirklich darum, also radikale Innovationen zu pushen. Ja? Also künstliche Intelligenz ist dann ein Punkt. Aber sagen wir mal, also 80% der Challenges sind noch auf sehr basaler Digitalisierungsebene. Cool. Geil. Zweiter großer Block, den ich mit dir besprechen will, ist das Thema Social Media. Und da interessiert mich natürlich erstmal, wie kam Kevin John, so kennt man nicht da draußen, ja, und Social Media, wie kamen die das erste Mal zusammen? Also ursprünglich, ich habe sehr, sehr viele Berührungspunkte mit Social Media gehabt und ich habe angefangen während der Schulzeit, ich hatte einen Beauty-Guru-Channel. Echt? Ja, so. Genau, also ich war selbst irgendwie, sag mal, Bibis Beauty Place. Ja, genau, Bibis Beauty Place für Männer. Oh. Und sozusagen, ich war jung und verwirrt und hab eben so Beauty-Videos hochgeladen. Ja, also wie style ich mein Haar und solche Geschichten. Cool, mutig, finde ich super mutig. Ja, ich war immer mutig. Warst du da? So 14, 15, 16. So in dem Zeitraum. Ja. Und dann irgendwann kam die Pubertät und man hat so gemerkt, okay, was ich da mache, ist vielleicht irgendwie, also fand ich dann nicht mehr so cool, ja, und habe damit aufgehört, sehr radikal, sehr abrupt, obwohl der Channel wirklich guten Erfolg hatte. Was heißt guter Erfolg? Damals war es noch ein Ding, wenn man YouTube-Partner war, ja, also es war sehr viel selektiver, als es heute ist. Überhaupt jemand zu sein, der Videos hochladen darf, oder was? Überhaupt jemand zu sein, der seine Videos monetarisieren kann. Oh. Also der von Google Anzeigen auf die Videos geschaltet bekommt. Es war ein sozusagen viel kleinerer Kreis als heutzutage. Heutzutage, ich glaube, ab einer bestimmten Anzahl von Abonnenten und einer bestimmten Wiedergabedauer bist du sozusagen automatisch YouTube-Partner und kannst deinen Content monetarisieren. Damals war das nicht so und ich weiß ja, waren 4.000, 5.000 Abonnenten, was damals auch sehr viel mehr war als heutzutage. Ja. Heutzutage so ist man relativ schnell an dem Punkt. Aber ich habe damit aufgehört, hatte aber dadurch schon so die Liebe für Social Media entdeckt. Ja. Viel die Interaktion mit den Nutzern, die mich fasziniert hat, ja, dass man direktes Feedback bekommt. Und so kam es dann, dass ich während meiner Consulting-Zeit während der ich immer geplant hatte, auch irgendwas nebenbei zu machen, irgendwelche Side-Projects zu pushen, gesagt habe, hey, ich gebe einfach mal Einblick in das, was ich hier tagtäglich mache. Natürlich so, dass man nicht irgendwelche Kundendaten oder sonstige interner Preis gibt, aber eben auf so einem Level, wie es auch Spaß macht, auf Social Media zu konsumieren. Ja? Also irgendwie mal einen Flug gefilmt, ein paar coole Shots von aus den Wolken oder mal aus einem Office rausgefilmt, wenn es cool aussah, und ein bisschen Tipps gegeben, was ich da so treibe. Und genau, und so hat sich das dann entwickelt. Cool. Das heißt, mit der Pubertät kam dann der Bruch. Und wann, also dann hast du im Grunde jetzt mal überspitzt gesagt, den Wechsel gemacht von Beauty Place zu Management Consulting YouTube? Ja. Wie alt warst du? Allerdings mit einer langen Pause dazwischen. Also ich habe wahrscheinlich 5 Jahre nichts Zielgerichtetes gemacht auf YouTube und dann eben irgendwann angefangen in der Beratung zu arbeiten, dann auch recht schnell diesen Channel wiederbelebt und Richtung Beratung betrieben. Cool.
Wiederbelebt ist falsch, weil der alte, der Beauty-Channel... Nicht so viele Überschneidungen. Nee, nee, ich glaube, also den habe ich gelöscht. Oder es gibt ihn noch, wenn jemand Muße hat, kann ihn gerne suchen. Aber ich glaube, er ist gelöscht oder die Videos sind privat und ich habe einen neuen Channel gestartet. Verstanden. Cool, dann finde ich super mutig. Also im Nachhinein, da so früh Erfahrungen zu sammeln in dem Bereich, können die wenigsten von sich behaupten, glaube ich. Ja, das stimmt. Was für Hindernisse sind dir auf dem Weg, sagen wir mal generell für das Social-Media-Thema, du hast gesagt, für dieses Raustreten, für dieses Extrovertierte, was ist dir da jetzt, bleiben wir mal bei dem Management-Consulting-Projekt, was ist dir da sowohl privat als auch beruflich an Hindernissen entgegengekommen? Ja, also ich würde sagen, privat als auch beruflich gibt es immer Leute, die dir davon abraten oder die es komisch finden, die sagen, warum, du verdienst super, warum versuchst du hier dir irgendwie noch andere Einnahmequellen aufzubauen, warum gibst du dir den Stress, du arbeitest irgendwie 70 Stunden die Woche, warum nimmst du dann noch irgendwelche Videos auf? Das gab es auf privater als auch auf beruflicher Seite. Und was hast du den Leuten gesagt? Ich habe den Leuten immer gesagt, dass meine Vision war es, seitdem ich in die Beratung eingetreten bin, mir nebenbei passives Einkommen aufzubauen. Mein Traum war es immer, ich gehe nach 2-3 Jahren aus der Beratung und ich bin soweit finanziell gefestigt, als dass ich eigentlich nichts machen muss, ja, dass ich passiv Geld verdiene, aber der Plan war immer dann, natürlich richtig Gas zu geben und zu gründen etc., VC und das ganze Zeug, was ich jetzt mache. Ja? Und ich habe denen gesagt, ich hab diese Vision und ich lerne unglaublich viel nebenbei, ja, durch die Interaktion mit den Menschen und ich habe da Bock drauf. Hat sich das bewahrheitet, dass du da Einkommensströme aufgebaut hast, dann auch über ja, Format? Ja, allerdings nicht über Social Media. Also ich glaube, man kann es sicherlich, wenn man es richtig macht, kann man über Social Media gut Geld verdienen. Bei mir war es dann eher so, dass ich in der Fitnessbranche so 1-2 E-Books geschrieben habe, die wider Erwarten gut sich verkauft haben. Mhm. Also wider Erwarten jetzt nicht, weil es irgendwie Bullshit war und ich da komische Sachen reingeschrieben habe, sondern ich hatte nicht gedacht, dass es so einfach geht. Ja. Ja? So, die haben sich gut verkauft und dann hatte ich noch 1-2 so Website-Projekte, die ich auch noch hochziehen konnte. Insofern bin ich jetzt schon an einem Punkt, an dem ich passives Einkommen verdiene. Cool. Und muss aber sagen, Social Media trägt dazu recht wenig bei. Social Media ist aber ein Katalysator für gute Kontakte, so wie wir hier sitzen, und für weitere Möglichkeiten, die sich dann auch oft aus solchen Kontakten ergeben. Auf jeden Fall. Das wäre jetzt nochmal, bevor wir weitergehen zu dem, was jetzt dann auch in Zukunft sich beschäftigen wird, ist die Frage, welche Möglichkeiten, also die Leute sehen immer die Hindernisse und warum es nicht funktioniert und warum es nicht clever ist, es zu tun, aber was kannst du auch mit Rückblick jetzt auf die Zeit, das ist ja immer noch am Laufen, was kannst du da von dir sagen, was hat es dir eröffnet an Kontakten, an Möglichkeiten? Social Media, ja. Wie gesagt, also ich glaube, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Wenn du sagst, dass du eine konkrete Vision hast für ein großes Ziel, was in der Zukunft liegt, und du dir vorstellen kannst, dass das mit Social Media katalysiert wird, mega geil. Ja, ich habe zum Beispiel so die ein oder andere Geschäftsidee. Jetzt, wenn wir gleich drüber reden, können wir da ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber die wird durchaus davon profitieren, dass ich irgendwie ein Following online habe. Ja. Auf Mikroebene und kurzfristig, wenn du sagst, du hast jetzt nicht so die Mega-Vision, die von Social Media profitiert, ist es so, es hat schon den einen oder anderen Vorteil. Ich habe Social Media für mich immer so als Resonanzbasis gesehen. Mhm. Wenn ich auf Instagram eine Story poste und eine Umfrage mache, dann habe ich in Sekundenschnelle Feedback von 50 Leuten. Genau, das Feedback von Menschen. Freundeskreis bieten. Das kann dir keinen Freundeskreis bieten und vor allem nicht in dieser radikalen Ehrlichkeit. Ja. Wenn es scheiße ist, dann sagen dir die Leute, das ist scheiße. Ja. Und wenn du deinen Freund fragst, hey, was hältst du von der Idee, dann sagt dir immer, ist eine super Idee. Und eigentlich denkt er sich, was ist das denn für ein Müll? Insofern, so
allein für diese Funktion ist Social Media so ein cooles Tool. Und das war sozusagen kurzfristig einer der coolen Benefits, die ich für mich entdeckt habe. Und kurzfristig eine andere Geschichte waren dann solche Sachen wie, ich habe einen unglaublich faszinierenden Menschen kennengelernt, der auch in der Beratung arbeitet, also Senior Partner, ja, angeschrieben. Er hat mich angeschrieben, gesagt, hey, lass uns doch mal treffen. Ich habe dein Instagram gesehen. Und ich so, ach du Jemine, was ist das denn? Manchmal macht ein Follower den Unterschied. Ja, ist wirklich. Und mit solchen Leuten triffst du dich dann auf ein Käffchen, kriegst ganz neuen Input, Inspirationen. Mhm. Zufälligerweise war er dann jemand, der so ein Innovationszentrum geleitet hat, ja. Geil. Und das passt super sozusagen in meine Vision, die ja auch Richtung Venture Capital geht, mhm. Innovationen, Startups etc. Und es sind dann solche Kleinigkeiten, wo du sozusagen weißt, deswegen mache ich das, ja. Mhm. Deswegen hat sich der Aufwand doch gelohnt. Es ist ein Gefühl, was man eigentlich erst dann beschreiben kann, wenn man es auch mal erlebt hat. Was Absolut. Man sich vielleicht vorher auch gar nicht ausmalt, dass sowas passiert durch so einen Kanal, durch Social Media. Genau, und das ist, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit, es verläuft stark exponentiell. Ja, also diese Menge an positiven Gegebenheiten mhm. und Zufällen, die nimmt exponentiell zu. Am Anfang hast du irgendwie deine 10 Follower und kannst dir überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendwas bei rauskommt. Und irgendwann bist du an so einem Punkt, da kommen super coole Möglichkeiten und Chancen auf dich zugeflogen. Mhm. Und sozusagen dieses Game unterliegt einem sehr starken Netzwerkeffekt. Mhm. Ja? Und das ist unglaublich faszinierend. Mega. Okay, Kevin, das war jetzt so das ganze Thema. Teilweise schon Jugend von dir, Entwicklung vom Beauty Place zu einem ernsthaften Job, zu einem ernsthaften Kanal in dem Sinne auch. Also das ist ja dann hochprofessionell, wo du da unterwegs bist. Mich interessiert gerade jetzt nochmal, wenn wir überhaupt über das Thema Exit reden, wenn du zurückblickst, was waren da besondere Projekte, die einfach hängen geblieben sind, wo du sagst, da blicke ich gern drauf zurück, im Positiven oder wie im Negativen? Ja, also ich kann natürlich nicht über die Projektinterne oder auch nur die Kundennamen sprechen, aber ich kann so einen groben Umriss über die Faktoren geben, die ich spannend und faszinierend fand. Gerne, ja. Und sozusagen das allererste Projekt war für mich als Rookie in der Beratung so ein mega stereotypisches Projekt. Ja, es war in Paris und in einem Städtchen in Italien. Insofern mega cool, voll faszinierend. Ja, irgendwie gerade in die Beratung und hey, du fliegst jetzt dann nach Paris und laberst da mit dem Kunden und machst das und das. War super cool. War dann aber sozusagen, das war im ersten Augenblick die Faszination. Was dann an diesem Projekt unglaublich faszinierend war, ich bin als Consulting Analyst eingestiegen, ja, also nach dem Bachelor, als die Einstiegsstufe nach dem Bachelor, und hatte da dann in der Abschlusspräsentation die Möglichkeit dabei zu sein und mit wirklich den CEO zu treffen, ja, jetzt nicht viel irgendwie FaceTime mit ihm oder persönliches Gespräch mit ihm zu haben, aber ihn einfach mal zu sehen und zu beobachten, wie so die Machtgefüge in so einem Meeting- und Konferenzraum sind, ja, wie sich das verändert, wenn jetzt ein Partner da ist, wie verändert sich das, wenn dann ein Senior-Partner dazukommt, was passiert, wenn dann plötzlich der CEO reinläuft, wie ändern sich die Kommunikationsstrukturen. So. Ja. Das ist unglaublich faszinierend zu beobachten, vor allem für jemanden, der das noch nie gesehen hat. Ja. Mhm. Für mich war das super neu. Dieser CEO ist jetzt mittlerweile sozusagen Präsident dieses Unternehmens, ist nur noch am Rumfliegen, Shanghai, Tokio, sonst was, und so ein sehr extrem extrovertierter Mensch. Mhm. Habt ihr euch gut verstanden? Ja, wir hätten uns gut verstanden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich hatte ich noch nicht den Mut, dann hinzugehen. Wäre mir das etwas inadäquat vorgekommen. Mhm. Aber das war faszinierend. Und jetzt zuletzt waren es Projekte, die einfach inhaltlich so genau den Kern getroffen haben. Es war jetzt ein großes Digitalisierungsprojekt, was dann wirklich mal etwas war, das so über dieses fundamentale Digitalisieren hinausging, sondern wo es dann
wirklich mal gegen so ein Consumer Goods Unternehmen so richtig eine weite Vision aufzuzeigen. So, ey, wo wollt ihr in 10 Jahren sein? Und zwar nicht so, ja, wir wollen jetzt alles das haben, was irgendwie jetzt so im Status Quo Benchmark ist, sondern einen Schritt weiter denken. Ja. Ja, wie könnt ihr leapfroggen? Ja, wie könnt ihr jetzt direkt erdenken? Genau, so wie die Chinesen jetzt viele in ihrer Entwicklungsstufe ganz viele sozusagen Trends geleapfroggt haben und einfach übersprungen haben. Mhm. Kannst du nochmal ein Beispiel geben? Also Leapfrog erstmal vielleicht ganz kurz erklären für alle, denen der Begriff auf Anhieb nichts sagt. Und dann nochmal ein konkretes Beispiel geben, wie so ein Leapfrog aussieht. Genau, also Leapfrog heißt jetzt einfach, du, so zum Beispiel in China, ja, du springst jetzt nicht von, bei denen manueller Fertigung Industrie 1.0 auf Industrie 2.0, ja, wo du dann ein bisschen Automatisierung dabei hast, sondern die bauen dann halt direkt die Industrie 4.0 Mega Fertigungshalle mit am besten noch Drohnen, die dann direkt die Ware rausliefern. So, ja? Also einfach quasi Entwicklungsstufen überspringen und sich direkt an den sozusagen ja, an die Spitze der Speerspitze der Innovation setzen. Also ein Innovationssprung, der so ein bisschen darauf zurückgeht, dass ein Frosch auch nicht watschelt, sondern dass ein Frosch halt einen großen Sprung macht. Genau, ich meine, das beobachtet man jetzt in China sehr gut, auch was da in puncto Investition, Wagnis, Finanzierungskapital, was da passiert. Da werden jetzt nicht so graduell wie bei uns in Deutschland zum Beispiel sehr vorsichtig die Innovationen hochgefahren und dann gesagt, okay, wir wollen jetzt vielleicht innerhalb der nächsten 5 Jahren mal so unter den Top 10 in puncto KI sein, sondern wird gesagt, okay, in den nächsten 5 Jahren sind wir Nummer 1 bei künstlicher Intelligenz. Fertig. Und da schießen wir jetzt mal 100 Milliarden rein und schauen, was passiert. Krass. Ja. Genau. Das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung. 3 Jahre Managementberatung kann ich nur noch mal wiederholen. Ja. Ist, bei manchen Beratungen ist die Verweildauer im Durchschnitt deutlich geringer. Ich habe bei MBB, McKinsey, Bain, Boston gehört, dass es teilweise so bei 1,5 Jahren liegt. Also da schon weit drüber. Mhm. Was geht die letzten Monate in dir vor? Was hat dich zum Schritt jetzt bewegt, zu sagen, ich höre auf, ich mache was anderes? Ja, also bei mir war es zweiteilig. Einmal so eine interne Uhr. Ich empfehle den Leuten immer, sich einen sehr detaillierten Lebensplan zu machen. Ja, das heißt mal zu extrapolieren und zu schauen, wo will ich denn in 10 Jahren sein, wo will ich in 20 Jahren sein? Und dann zu reverse engineeren, das heißt zu schauen, okay, wenn ich in 10 Jahren mit einer glücklichen Familie einen Hedgefonds leiten will, als random Beispiel, dann habe ich jetzt Optionen 1, 2, 3 dahin zu kommen und dann sich zu überlegen, okay, in 2020 muss ich da und da sein in meinem Leben, in 2022 muss ich da und da sein. Und bei mir war, ich habe diese Überlegungen getroffen, als ich mit der Uni fertig war. Und für mich war immer 3 Jahre Maximum Unternehmensberatung, je nachdem, wie viel du lernst, wie steil die Lernkurve bleibt. Und dann gilt es, in den nächsten Gang zu schalten. Und das heißt, da war so eine interne Uhr, die getickt hat. Und ich wusste, okay, ich bin jetzt bald an meinem Maximum angelangt. Und dann sozusagen den konkreten Auslöser hat eigentlich gegeben, dass sich externe Möglichkeiten ergeben haben und von außen dann sich jetzt für mich eine super Opportunity ergeben hat, Business zu machen, nach Asien zu gehen und da im Bereich Venture Capital eine Unternehmung zu gründen. Und insofern ist dieser interne Zeitplan von mir optimal zusammengekommen mit so einer externen Opportunity, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt, das war's jetzt, es macht mega Spaß, aber jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, weiterzuschauen. Mhm. Was für Zweifel hast du vielleicht auch auf dem Weg jetzt zu dieser Entscheidung gehabt? Weil ich glaube, dass vielen dieser Schritt sehr, sehr schwer fällt auch, obwohl sie sich vielleicht eine klare Deadline gesetzt haben. Ja, also Zweifel waren vor allem am Anfang, als man sozusagen nach 1,5 Jahren
dann so das erste Mal überhaupt diesen Gedanken gewagt hat, man wird ja irgendwann wechseln. Irgendwann musst du kündigen oder irgendwann wirst du kündigen und wirst was anderes machen. Und dann kommen so Zweifel auf, wie komme ich überhaupt unter? Was gibt's da für Jobs? Finde ich wieder etwas, was mich so intellektuell stimuliert, wie das, was ich gerade mache? Und mein Nummer 1 Tipp dafür ist, auch wenn das jetzt sozusagen alle Vorgesetzten oder HR-Kollegen wahrscheinlich nicht gerne hören, aber sein Profil auf irgendwie LinkedIn oder Xing so schnell wie möglich, so früh wie möglich auf Actively Searching umstellen. Mhm. Also sozusagen anzugeben, dass man auf der Suche nach neuen Jobs ist. Mhm. Auch wenn du das gar nicht bist, aber was macht es? Du wirst zugemüllt mit Headhunter-Anfragen. Und das macht jetzt zwei Sachen. Einmal merkst du, okay, da gibt es einen Riesenmarkt, der mich haben will. Ja? Ja. So viele Anfragen, so viele Menschen, die sagen, hier, ich habe den Job für dich, ich habe den Job für dich. Und zweitens, du lernst auch einfach deinen Marktwert kennen. Das heißt, was ich gemacht habe, ich habe dann schon mal mit dem einen oder anderen Headhunter telefoniert. Nicht, weil ich den Job mega geil fand, sondern einfach, um mal ins Gespräch zu kommen, den ein bisschen auszufragen, okay, wie viel verdiene ich denn da? Wie viel arbeite ich denn da? Und so hast du nach einiger Zeit, wenn du dein Profil 3 Monate auf Actively Searching hast und mal mit 5, 6 Leuten telefonierst, dann weißt du ziemlich genau, wo dein Marktwert jetzt liegt, mhm, was die Opportunities sind, und sozusagen jegliche Angst, die da noch sein könnte, dass du irgendwie nicht das Richtige findest, ist spätestens dann eigentlich zerstäubt. Okay, lass uns im Beratersprech bleiben. Wo liegen deine Opportunities? Wie hoch ist dein Marktwert und was sind deine Goals? Oder was ist jetzt dein Ziel? Ja, ich habe das genauso gemacht. Ich hatte immer ein Interesse an Venture Capital. Mhm. Fand das schon anfangs ziemlich cool und habe dann so vor einem halben Jahr ungefähr einen Funding Accelerator gegründet mit Kollegen. Bei dem mal wir, ganz kurz, wirklich, genau, was es ist. Genau, Funding Accelerator, bei dem wir Kontakt zwischen, wir nennen das Pre-Seed-Startups, also extrem jungen Gründerteams und Investoren herstellen. Ja, mhm. Und wir sagen, es gibt so viele extrem junge Gründerteams, die überhaupt keine Ahnung haben, wie sie an Geld kommen und welche Geldgeber für sie auch die richtigen sind, dass wir uns sozusagen so 1, 2 Dealflow-Channels herausgeschaut haben, mit denen wir, Dealflow-Channels sind immer Kanäle, über die man in Kontakt kommt mit Startups, die man potenziell funden könnte. Ja? Wir haben jetzt so 1, 2 Kanäle, da sind wir dann oft in Kontakt mit Startups, mit so extrem jungen Teams, und die vermitteln wir dann über mehrere Selektionskriterien mit den richtigen Investoren, bei denen wir sagen, hey, ihr könntet zu denen passen, das ist eine mega coole Idee, wir haben die schon mal gecheckt, ja, wir haben so eine kleine Mini-Due Diligence im Hintergrund gemacht, den Markt geprüft und das Produkt geprüft, das passt, bumm, Investor und Startup finden zusammen, und wir carven uns da halt so einen Teil des Transaktionswerts raus. Ja. Mhm. Damit habe ich vor einem halben Jahr angefangen, fand das mega spannend, coole Sache, und habe mich sozusagen gegen den konventionellen Weg entschieden, jetzt irgendwie bei irgendeinem Fonds anzufangen, bei einem VC einzusteigen oder auch, keine Ahnung, 5 von 10 oder 6 von 10 meiner Kollegen gehen ins Private Equity. Habe mich gegen das entschieden, das kann ich auch noch in 2, 3 Jahren machen, sondern ich gehe jetzt nach Asien, würde da gerne auch im VC-Bereich etwas gründen. Mhm. Hatte vor Ort immer sehr gute Kontakte, vor allem in Shanghai, Singapur und Hongkong durch Reisen und sonst was. Auch Social Media, ja, also auch einige dieser Kontakte über Social Media kennengelernt und werde da gründen. Mega. Genau, ja. Insofern eine Entscheidung gegen diesen konventionellen Weg, weil ich weiß, weil ich eben das gemacht habe, ja, ich habe meinen Marktwert getestet, ich weiß, wenn ich, selbst wenn ich jetzt nach Asien gehe und
sozusagen mein Bündnis mit dem Menschen vor Ort zerbricht. Ich fahre das Ding komplett gegen die Wand, komme zurück weinend. Dann weiß ich, ja, ich habe halt einfach vielleicht ein Jahr Zeit verloren, Erfahrung gesammelt und kann hier weitermachen, wo einmalig. Ich angefangen habe. Ja. Insofern, ich bin pumped. Sehr geil. Und dein aktueller oder jetzt zurückliegender Auftraggeber oder Arbeitgeber hat dir ja auch eine Möglichkeit gegeben, das nochmal ein bisschen zu pushen. Absolut. Das muss man herausheben. Ich glaube, das ist eine Sache, die auch Roland Berger sehr einzigartig macht. Es ist also extrem flexibel und extrem unternehmerisch denkend. Was heißt das? Bei mir konkret hieß es, ich habe einem Partner von uns geschrieben, so einer meiner Mentoren, von denen ich gesprochen habe, und ich habe ihm gesagt, hier, ich habe gerade die Möglichkeit, sozusagen diesen Funding Accelerator auf ein neues Level zu heben, durch eine Kooperation mit einem VC, und ich würde das jetzt gerne pushen. Ich habe aber keinerlei Zeit dafür während der Projektarbeit. Das ist wirklich challenging. Und er hat gesagt, kein Problem. Wenn du sagst, du brauchst 2 Monate Zeit, dann kriegst du die. Du machst jetzt eine Auszeit, pushst es, und wenn du zurückkommst, dann freue ich mich extrem. Wenn du sagst, das geht so durch die Decke, du bleibst da jetzt, dann bin ich auch glücklich für dich. Und das war ein Meeting hier in Frankfurt im Steigenberger, also mitten in der Nacht irgendwie ganz spontan. Ich habe ihn angerufen und er hat gesagt, hey, ich bin gerade, sein Flug hatte Verspätung, hat gesagt, hey, lass uns doch im Steigenberger treffen. Ja, es war irgendwie 23:30, ich wollte noch auf so eine Geburtstagsfeier hier. Und ich habe gesagt, ja, komm, gut, treffen wir uns. Hingesetzt, irgendwie Weinchen bestellt und offen drüber geredet, und es war so ein positives Gespräch, ja, weil es hat mich sogar bestärkt in der Sache, ja, und nicht so, ja, nee, komm, mach mal einfach bei uns weiter und ignoriere diese Chancen, sondern komm, Junge, du bist jung, du bist dynamisch, du hast Träume, go for it. So. Nice. Das war cool, ja. Schön, dass du solche Menschen gefunden hast und dann auch den Rückhalt da hattest. Extrem, ja. Fassen wir es nochmal ein bisschen praktischer. Du hast jetzt da den Schritt irgendwo für dich gemacht. Du hast gedanklich diesen Prozess durchstiegen. Was ist ein Tipp, den du jedem Unternehmensberater geben kannst, wann immer es jetzt in Richtung Exit geht? Ja. Was sollte da abgesichert werden vielleicht vorher? Auch um diese Zweifel, von denen du selber gesprochen hast, schneller beiseite zu schieben. Ja. Also einmal muss man natürlich schauen, dass alles administrativ in trockenen Tüchern ist. Ja, also das ist klar, dass man so ungefähr weiß, wie das Prozedere abläuft, dass man die Fristen kennt, dass man weiß, mit wem man sprechen muss, welche sozusagen Konventionen einzuhalten sind innerhalb der Firma. Aber dann, abgesehen von dem Tipp, dass man früh genug sich damit beschäftigt, wo man hin will und wie der eigene Marktwert ist, abgesehen davon, ein großer Punkt ist, sobald du so ein bisschen das Gefühl hast, du hast keinen Bock mehr, jetzt ganz offen gesprochen, du hast keinen Bock mehr, dann ist der Zeitpunkt da, dass du eigentlich weg musst. Weil sobald du dich dann auf diese Jobsuche bewirbst und du mit deinem Kopf langsam merkst, dass dein Gedankenfokus nicht mehr bei der Beratung ist, sondern so langsam zu neuen Opportunities und neuen Jobs wechselt, kannst du nicht mehr die 120% bringen, die in der Beratung gefordert werden. Und dann musst du eigentlich schauen, dass du so schnell wie möglich was Neues machst. Das heißt, diesen Transfer-Zeitraum, in dem du eben nach neuen Chancen suchst und aktiv darüber nachdenkst zu wechseln, den musst du so kurz wie möglich halten, weil diese 1, 2, 3, 4, 5 Monate sind, da bringst du nicht mehr die 120%. Und du willst nicht, dass deine Beratungszeit endet mit dir auf einem Performance-Level von, sagen wir mal, nur 80%. Ja? Du willst nicht, dass deine Kollegen dich im Kopf behalten und sagen, ja, das ist
der hier irgendwie auf dem Projekt immer nur so die 80% gebracht hat. Und idealerweise willst du, dass diese 120% in Erinnerung bleiben. Deswegen diesen Transferzeitraum so schnell, so kurz wie möglich halten. Wenn du sagst, du willst wechseln, dann nimm dir ein Wochenende Zeit oder mehrere Wochenenden, plan das genau durch, hau alle Bewerbungen raus, die raus sollen, sprich intensiv mit den Headhuntern und Recruitern und dann pull the trigger. Sehr viele spannende Impulse. Ich würde mal kurz zusammenfassen, drei Dinge, die mir vielleicht jetzt aufgefallen sind oder die ich auf jeden Fall mitnehme. Angefangen davon, dass es eine sehr positive Erscheinung dann auch gerade im Rückblick auf dein Leben war, was das Thema Social Media angeht, sogar seine Persönlichkeit nochmal weiterzufinden mit dem Feedback, was man nur in dieser Form kriegt, mit der Botschaft, die du vielleicht hast, die sich auch verändern kann in dem Leben. Ja? Also ich kann mir kaum eine krassere Veränderung vorstellen als vom Beauty zu Management Consulting. Ja, also das ist eine spannende Erfahrung. Dann die Möglichkeiten, die daraus entstehen, generell nicht nur auf Social Media begrenzt, sondern durch die Extrovertiertheit, durch die Offenheit, dass das was ist, was einem Möglichkeiten schafft, von denen dir heute gar niemand erzählen kann. Also von den Zweifeln, von den Herausforderungen, da hat jeder irgendwie schon mal was gehört, warum es scheitert. Aber die wenigsten können dir vielleicht auch, bevor du es startest oder während du drüber nachdenkst zu starten, sagen, was da Positives passieren kann. Und drittens, was ich mitnehme, ist auf jeden Fall, dass es Sinn macht, dass du das für dich entdeckt hast, wirklich mal eine 10-Jahres-Planung zu machen und aus sich selber zu disziplinieren und zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Grenze erreicht, die Zeit, die ich mir gesetzt habe, 2 Jahre, 3 Jahre und es muss jetzt weitergehen. Und auch bereit sein zu scheitern, ist da, finde ich, also auch auf diesem Weg bereit sein, Fehler zu machen, ist da eine sehr, sehr coole Lektion, die ich mitnehme. Der Hauptteil der Fragen ist jetzt erstmal durch. Was jetzt kommt, ist die Entweder-Oder-Runde. Heißt, 5 Fragen, wo ich dir die Möglichkeit gebe, eine Auswahl zu treffen, eine vorgegebene Auswahl. Mhm. Wenn du sagst, ich habe da was ganz anderes im Sinn, dann haus einfach raus. Mhm. Und wenn du möchtest, kannst du auch nochmal einen kurzen Nebensatz sagen, warum du dich für die Option entschieden hast. Okay, ready? Good. Ready. Ja? Wo findet man den besseren Lunch? Tupperdose oder Kantine? Tupperdose. Welche Projektdauer bringt die höhere Lernkurve? 4 Wochen oder 3 Monate? 3 Monate. Was ist bei neuen Kollegen wichtiger? Einstellung zur Arbeit oder Einstellung zum Team? Einstellung zum Team. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Einstellung zur Arbeit passen muss. Aber ich habe kurz drüber nachgedacht. Und mir ist schon aufgefallen, dass Leute, die eine positive Einstellung zum Team haben, normalerweise auch eine positive Einstellung zur Arbeit haben. Andersrum ist es nicht der Fall. Es gibt oft Leute, die haben eine positive Einstellung zur Arbeit. Also, was heißt oft? Ist falsch. Es gibt manchmal Leute, die sagen, sie haben eine positive Einstellung zur Arbeit. Das sind Arbeitstiere, aber irgendwie sind die dann, passen sie nicht so ganz. Ja, es klickt nicht so. Deswegen die Antwort. Cool. Wer macht das Rennen beim Thema Digitalisierung im Bereich Fast Moving Consumer Goods? Mittelstand oder DAX-Konzern? Mittelstand. Ich glaube, die, also meiner Meinung nach haben die deutschen DAX-Konzerne im Consumer Goods-Bereich noch einiges aufzuholen. Und ich sage gar nicht, dass die jetzt gerade total hinterherhinken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen von denen jetzt in den nächsten Jahren erleben werden, der wirklich an der Forefront of Innovation spielt. Sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass ein paar kleine Mittelständler, das ist die Kraft, aus der die deutsche Wirtschaft sozusagen ihre Dynamik schöpft, dass einige von denen es schaffen, wirklich Weltklasse zu sein. Ja? Weltklasse zu sein. Cool. Wer hat den geileren Job? Managementberater oder Investmentbanker? Ja, Managementberater, was für eine Frage. Wo lernt man mehr? Consulting oder Startup? Ja, tricky. Ich würde sagen Consulting, aber wenn man ein absoluter Startup-Boy ist, dann sollte man auch zu einem Startup gehen. Ja? Dann sollte man nicht. Aber bei mir ist, ich meine, das ist eine coole Frage, weil ich stehe ja zwischen diesen Welten. Ja? Und ich habe aber immer gesagt, ich mache sozusagen anstelle eines Masters, mache ich Beratung. Mhm, ja. Die praktische Ausbildung. Genau, mache ich quasi die praktische Ausbildung.
Und dafür ist Beratung perfekt, weil es gibt noch diese Strukturen und du lernst, wie du Bilanzen liest, wie du irgendwelche Models baust etc. Und das lernst du, zumindest von meiner Zeit bei Rocket weiß ich das, lernst du nicht in solch strukturierter Art und Weise in Startups. Cool. Das war's soweit inhaltlich, dann bist du erstmal erlöst. Ich weiß, dass du ein Mensch bist, der nicht nur Offenheit für Personen, sondern auch für Literatur, für Zitate, für Rat, für Tipps hast. Ja. Deswegen wäre meine Frage an dich, wenn du jetzt mal 12 Monate zurückblickst, welcher Rat, welches Zitat oder welches Buch haben dir in den letzten 12 Monaten wirklich Auftrieb gegeben? Ja. Ist eine gute Frage. Ich tendiere gerade zu Buch. Ich habe zwar in letzter Zeit nicht so viel Zeit zu lesen, aber ich höre relativ viele Hörbücher. Mhm. Was hörst du? Und was ich jetzt... Außer Innerbaut. Ja, genau, außer das ist ganz klar. aber ich fand Fooled by Randomness extrem cool. Mhm. Nassim Achem Taleb oder ja, Taleb. Genau. Mhm. So, fand ich unglaublich faszinierend, weil es aufzeigt, was für in was für falschen Annahmen wir manchmal Denkmuster sind das so, ne? Also ein bisschen psychologisch auch angehaucht. Absolut, ja. In was für Denkmustern wir so stecken, die wirklich komplett falsch sind. Also das ist das Erste. Und das Zweite ist Siddhartha von Hermann Hesse. Mhm. Das ist sozusagen jetzt ein ganz unklassischer Titel. Ja, normalerweise hört man immer so die klassische Self-Improvement-Literatur. Aber Siddhartha ist eines dieser Bücher, was in der Geschichte so viel Lebensweisheit versteckt. Ist unglaublich faszinierend und ist ein super flaches Buch. Ist kannst du, wenn du dich dranhängst, an einem Tag oder an einem Wochenende lesen. Mhm. Aber gleichzeitig ist so viel Lebensweisheit da drin. Nicht nur so es gibt eine Liebesgeschichte, die da drin verpackt ist und so. Also es sind viele private Lektionen, die man da rausziehen kann. Mhm. Persönlich, Privatleben. Aber auch so einige Sachen, die du durchaus auf die Karriere beziehen kannst. Und das fand ich mega cool. Und ja. Klingt spannend. Ja. Cool. Ja. Packen wir unten mit rein auf jeden Fall. Und ich werde es mir auch mal anhören, weil davon habe ich noch nie gehört. Ja. Kevin, wenn man sich das Ganze jetzt reingefahren hat und sagt, der Kevin ist ein ganz cooler Typ, über den würde ich gern mehr erfahren oder da würde ich gern entweder mal sehen, wie der aus dem Flugzeug oder dann jetzt auch in Zukunft vielleicht in Asien seine Unternehmung da vorantreibt. Wie kann man mehr über dich erfahren? Genau, also wie gesagt, Kevin John, wenn man es googelt oder über Instagram. J-O-N. Genau, J-O-N. Das heißt, Instagram wäre der Kevin John. The Kevin John. Packen wir auch unten mit rein in die Beschreibung. Genau, YouTube müsste ich auch, wenn man Management Consulting Vlog eingibt, kommen. Momentan beschäftige ich mich noch so mit dem Thema Beratung und Self-Improvement. Das heißt, wie kommt man selbst weiter, wie schreibt man sich seine To-Do-Listen und wie holt man einfach mehr aus dem Tag heraus. Aber ich glaube, in Zukunft den Management Consulting Drall werde ich immer irgendwie beibehalten. Also es wird ständig noch ein bisschen Content zum Management Consulting geben, aber in Zukunft kommt noch viel mehr Venture Capital und Unternehmen bauen hinzu. Cool. Und bei mir dann natürlich ein paar persönliche Einblicke von Asien und wie es da mit meinen Unternehmungen läuft. Sehr gut. Insofern happy to connect. Yes, Kevin. Danke dir. Ich sag vielen, vielen Dank. Und in dem Moment seid auch ihr gefragt. Wenn ihr so lange dran geblieben seid, freuen wir uns natürlich beide darüber, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben mitgebt. Wenn ihr Leuten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stehen, gerade hadern mit einem Ausstieg oder einfach auch nur das Thema Managementberatung super interessant finden, dass ihr denen von der Folge hier erzählt. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Consulting. Ciao. Ciao, ciao. Nice.